Befindet sich der FC Bayern aktuell im absoluten Panikmodus? Und was für heftige Anschuldigungen gibt es gegen Max Eberl? Dazu mehr hier in unseren aktuellen Kick News. Victor Osimhen und die SSC Neapel, was einst eine richtig starke Bindung war, wurde zuletzt ziemlich auf die Probe gestellt. Denn der Club hatte auf seinem TikTok-Kanal gleich zwei Videos gepostet, in denen der Torjäger lächerlich gemacht wurde. Osimhen hat daraufhin fast alle Bilder mit Napoli-Bezug auf seinem Instagram-Account gelöscht. Und seine Berater haben sogar mit rechtlichen Schritten gedroht. Für Napoli gibt es aber auch gute Nachrichten. Denn sportlich scheint sich der Nigerianer von der Angelegenheit nicht bremsen zu lassen. Nach 7 Spielen stehen schon wieder 5 Tore auf Osimhens Konto. Und dazu hat sich der 24-Jährige auch öffentlich zu Neapel bekannt. Auf Instagram hat Osimhen geschrieben: 2020 in die Stadt Neapel zu kommen, war für mich eine wunderbare Entscheidung. Die Menschen in Neapel haben mir so viel Liebe und Freundlichkeit entgegengebracht. Und ich werde nicht zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt. Und weiter verkündet der Goalgetter: Die Anschuldigungen gegen die Menschen aus Neapel sind unwahr. Ich habe viele Freunde, die Neapolitaner sind und Teil meiner Familie und meines Alltags geworden sind. Ich bin den Nigerianern und allen anderen dankbar, dass sie ihre Stimme erhoben haben, um mich zu unterstützen und mir die Hand zu reichen. Ich bin für immer dankbar. Lasst uns Einigkeit, Respekt und Verständnis fördern. Es sind schöne und auch etwas unerwartete Worte. Nach allem, was Neapels Social Media Abteilung ihrem Topspieler zugemutet hat. Man muss aber auch sehen, dass Osimhen sich inhaltlich zu der Sache nicht wirklich geäußert hat. Er betont in seinem Statement nur seine Liebe zu den Fans und zur Stadt. Ob seine Rechnung mit den Napoli-Bossen schon beglichen ist, wird sich noch zeigen. Man kann sich kaum vorstellen, dass Osimhen alles, was passiert ist, einfach so auf sich beruhen lassen wird. Und genau das hofft man auch beim FC Chelsea. Die Blues wollen auf den extrem schwachen Saisonstart mit 5 Punkten aus 6 Spielen mal wieder mit dem altbekannten Lieblingsmittel von Todd Bowley reagieren. Neue Spieler sollen gekauft werden. Und weil in den letzten 3 Transferfenstern schon über 1 Milliarde Euro in neue Spieler geballert wurde, braucht man frisches Geld. Und das will sich Bowley leihen. Umgerechnet 576 Millionen Euro will sich der Clubboss von Finanzinstitutionen aus den USA leihen. Der Kaufrausch, er findet einfach kein Ende beim Clubboss London. Ganz oben auf dem Wunschzettel steht für den Januar ein neuer Stürmer. Ivan Toney vom FC Brentford ist ein heißer Kandidat an der Stamford Bridge, genau wie Osimhen. Chelsea will im Winter einen neuen Anlauf beim Torjäger nehmen. Echte Chancen dürften die Blues aber nur haben, wenn Osimhen weiter Stress hat mit seinem aktuellen Arbeitgeber. Die nächsten Wochen werden Aufschluss darüber geben. Und dann sind da natürlich auch noch Real Madrid und die saudischen Clubs, die sich ebenfalls mit Osimhen beschäftigen. Beim dynamischen Rechtsfuß erwartet Chelsea also große Konkurrenz. Max Eberl arbeitet nicht länger für RB Leipzig. Und wenige Tage nach der Entlassung wird jetzt die schmutzige Wäsche gewaschen. Denn die fehlende Identifikation mit dem Red Bull-Projekt war offenbar nicht der einzige Grund für die Trennung. Heftige Vorwürfe stehen im Raum. Eberl soll während seiner knapp 10 Monate in Leipzig bei manchen Spielern zu spät mit konkreten Vertragsverhandlungen begonnen haben. Viele im Verein sollen Eberl als faulen und fahrigen Typen wahrgenommen haben. Rums, der Tiefschlag hat gesessen. Insbesondere mit Oliver Minzlaff gab es Probleme. Der Aufsichtsratsboss hat Eberls Fahrigkeit und häufige Abwesenheit bemängelt. Denn Eberl hat trotz des Jobs in Leipzig weiterhin in München gewohnt. Aber auch Eberl war von der Zusammenarbeit enttäuscht. So soll der 50-Jährige erst nach seiner Vertragsunterschrift erfahren haben, dass er Transfereinnahmen in Höhe von 100 Millionen Euro erzielen muss. Das hat Eberl zwar locker geschafft, er hat aber nicht damit gerechnet, Topspieler wie Joško Gvardiol verkaufen zu müssen. Der Kroate ist dann für 90 Millionen Euro zu Man City gewechselt. Offen ist jetzt, wie es mit Eberl weitergeht. Hartnäckig halten sich die Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern. Was auch wirklich kein Wunder ist. Schließlich suchen die Münchner einen Sportvorstand. Und Eberl wohnt ja schon in der bayerischen Landeshauptstadt. Dazu ist es kein Geheimnis, dass man an der Säbener Straße große Stücke auf den Ex-Gladbach-Manager hält. Auch Uli Hoeneß hat sich jetzt zu den Spekulationen geäußert. Bayerns Ehrenpräsident hat zunächst mal klargestellt, Tatsache ist, dass es keine Vereinbarung zwischen dem FC Bayern und Max Eberl gibt. Eberls Rauswurf sei eine Sache zwischen RB Leipzig und Eberl. Alles andere sei eine Unterstellung. So Hoeneß weiter. Der 71-Jährige betont aber auch, ich war über den Zeitpunkt überrascht. Die Trennung von Eberl hat Leipzig ausgerechnet einen Tag vor dem Topspiel gegen die Bayern bekannt gegeben. Was mittlerweile aber sicher ist, für eine Eberl-Verpflichtung wäre eine Ablöse fällig. Und die könnte richtig hoch ausfallen.
denn Leipzig muss bis zu 7 Millionen Euro an Eberls Ex-Club Gladbach blechen. Mindestens diese Summe wollen die Leipziger jetzt auch von den Bayern haben. Leipzigs Vorstandsvorsitzender Johann Plenge hat gesagt, wir haben ad hoc die Intention, uns auf Manchester und Bochum zu konzentrieren. Dann wird Max auf uns zukommen, dann wird man sprechen. Und weiter, wenn jemand auf uns zukommt, werden wir uns über die Modalitäten unterhalten. Das ist bisher nicht geschehen. Für Marco Rose kam die Entscheidung dagegen überraschend. Der Cheftrainer ist im Gegensatz zu seinen RB-Kollegen immer noch gut auf Eberl zu sprechen. Ich bin Leipziger, Max kommt woanders her. Gewisse Dinge brauchen manchmal ein bisschen Zeit. Ich finde die Trennung schade. Ich hatte ein vertrauensvolles Verhältnis zu Max. Wir hatten persönlich einen sehr guten Kontakt. Er ist ein Top-Mann. Jetzt liegt es aber erstmal an Eberl, auf seine Ex-Kollegen zuzugehen. Erst dann könnte ein Wechsel zum FC Bayern eingeleitet werden. Gut möglich, dass Eberl noch ein wenig Gras über die Sache wachsen lässt, bis er bei den Bayern anheuert. Dass er mittelfristig alle 2 Wochen in der Allianz Arena sitzen wird, davon kann man aber ausgehen. Daran ändern auch die heftigen Vorwürfe nichts, die jetzt von den Leipzigern gestreut werden. Lionel Messi hat dem europäischen Fußball den Rücken gekehrt. Und La Pulga ist verdammt glücklich mit seiner Entscheidung. Bei Inter Miami konnte der 36-Jährige gleich von Beginn an auf dem Rasen glänzen. Nach den ersten 12 Spielen hat Messi schon 11 Tore und 5 Assists gesammelt. Und auch neben dem Platz ist das Leben für die ganze Familie deutlich entspannter und angenehmer als zuletzt bei PSG. In Paris gab es ständig Stress und der Argentinier hatte kaum Zeit für seine Kids. Zuletzt hatte Messi zwar immer wieder mit Muskelverletzungen zu kämpfen, an einen baldigen Abschied aus der Major League Soccer denkt er deswegen aber nicht. Er hat große Pläne mit Inter Miami. Er will dafür sorgen, den erst 2018 gegründeten Club als einen der Big Player in den USA zu etablieren. Um das möglich zu machen, sollen auch künftig weiterhin große Stars aus Europa nach Miami wechseln. Messis Ex-Kollegen Sergio Busquets und Jordi Alba sind schon da. Das nächste große Ziel auf der Liste ist jetzt ein alter Rivale von Real Madrid. Denn Messi will dafür sorgen, dass Luka Modric in einem Jahr kommt. La Pulga selbst hat schon mit Modric gesprochen. Und auch Clubbesitzer David Beckham ist nicht untätig. Der Engländer hat sich erst kürzlich in Kroatien mit Modric zum Essen getroffen. Dabei werden die beiden nicht nur über die Speisekarte gesprochen haben. Warum habe ich jetzt auf einmal Lust auf Cevapcici? Sorry, weiter im Text. Schon im Sommer hatte Modric zahlreiche Angebote auf dem Tisch liegen. Darunter auch einige brutale Offerten aus Saudi-Arabien und den USA. Der 38-Jährige wollte aber unbedingt noch ein Jahr bei Real Madrid bleiben. Auf viel Spielzeit kommt Modric in der aktuellen Saison aber noch nicht. In der Liga stand er nur 2-mal in der Startelf. Spieler wie Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Toni Kroos, Fede Valverde oder Eduardo Camavinga haben aktuell die Nase vorn. Man kann Modric nur wünschen, dass er im Verlauf der Saison nochmal eine größere Rolle spielen wird. Aber so oder so, seine Karriere bei Real ist jetzt schon legendär und absolut königlich. Spätestens zum Saisonende werden sich die Wege dann aber wohl trennen. Messi hofft, dass es für Modric dann nur ein neues Ziel geben kann. Leute, und mal ganz ehrlich, Messi und Modric nebeneinander, das könnte doch verdammt nice anzuschauen sein, oder? Der FC Bayern ist ziemlich dünn besetzt in der Defensive, vor allem in der Innenverteidigung. Lucas Hernandez und Benjamin Pavard hat man gehen lassen, bevor man Ersatz an Bord hatte. Die geplante Leihe von Amel Bella-Kotschap ist dann last minute geplatzt. Die Bayern waren hier einfach zu spät dran. Thomas Tuchel hat jetzt den Salat. Mit Matthijs de Ligt, Min-Jae Kim und Dayot Upamecano stehen nur 3 gelernte Innenverteidiger im Kader. Und zu allem Überfluss hatten alle in dieser Saison schon Verletzungsprobleme. Letzte Woche im Pokal sind sogar alle 3 auf einmal ausgefallen, sodass Nusa Yemazraoui und Leon Goretzka auf einmal gemeinsam als Notlösung zentral hinten auf dem Platz standen. Lange Rede, kurzer Sinn, der Schuh drückt und eine schnelle Lösung muss her. Das weiß man auch an derselbener Straße. Und deshalb haben die Bayern Kontakt zu Jerome Boateng aufgenommen. Der 35-Jährige war direkt begeistert von der Aussicht auf eine Rückkehr. Boatengs Zusage hat der Rekordmeister also schon in der Tasche. Die Frage ist jetzt, ob der Weltmeister von 2014 sportlich wirklich noch eine Verstärkung für die Bayern sein kann. Das soll jetzt in einer Art Probetraining geklärt werden. Schon gestern ist Boateng bei den Bayern eingestiegen. In den nächsten Tagen soll sich der vereinslose Abwehrspieler weiter präsentieren. Ob es am Ende für einen Vertrag bis Saisonende reichen wird, ist aber unklar. Boateng war schon zuletzt bei Olympique Lyon kein Stammspieler mehr. Nur 8 Spiele hat er in der Vorsaison gemacht. Dazu gab es eine Suspendierung. Sein Vertrag wurde dann auch nicht mehr verlängert. Seit mehr als 3 Monaten ist Boateng schon vereinslos.
Und dann ist da noch die Frage, ob sich die Bayern in Sachen Außendarstellung einen Gefallen tun würden mit der Verpflichtung. Schließlich hat Boateng in den letzten Jahren auch neben dem Platz negative Schlagzeilen fabriziert. Das Landgericht München hatte ihn wegen Körperverletzung und Beleidigung verurteilt. Die Geldstrafe lag bei sage und schreibe 1,2 Millionen Euro. Das Gericht war überzeugt, dass Boateng seine Ex-Freundin in einem Urlaub 2018 geschlagen, verletzt und beleidigt hatte. In München ist man davon aber unbeeindruckt und zieht eine erneute Zusammenarbeit in Betracht. Die nächsten Tage werden zeigen, ob es für Boateng wirklich klappt mit der Rückkehr an die Säbener Straße. Wie ist eure Meinung zur geplanten Sofortverpflichtung? Ist Boateng für euch eine naheliegende Lösung? Oder zeigt diese Aktion einfach nur, dass die Bayern in Panik geraten sind? Schreibt uns eure Einschätzung dazu in die Kommentare. Das waren wieder unsere aktuellen Kick-News. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und habt euch gut erholt. Von uns gibt's natürlich wieder von Montag bis Freitag täglich ein Video für euch. Und wenn ihr davon keins mehr verpassen wollt, dann drückt mal auf die Glocke. Wir hören uns morgen wieder.